Und wer behauptet, dass jemand aus der Schöpfung mit etwas anderem enden wird, als mit dem, wofür er erschaffen wurde, der hat gewiss die Macht Allahs über seine Schöpfung geleugnet. Und das ist eine Abscheulichkeit gegenüber Allah und eine Lüge über ihn. Nein. Wir sagen, hier im Arabischen, sagt Al-Kirmani, die Qudra von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Qudra, also die Macht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sagen, dass viele der Salaf gesagt haben, dass der Qadr, also die Vorherbestimmung von Allah bedeutet, die Qudra von Allah über seine Diener. Über seine Diener. Das heißt, dass die Vorherbestimmung bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seine Diener mächtig ist. Und ohne jeglichen Zweifel, derjenige, der die Vorherbestimmung verleugnet, verleugnet, dass Allah subhanahu wa ta'ala mächtig ist über seine Diener, da er nicht entscheidet, was eintrifft, sondern seine Diener entscheiden, was eintrifft. Ja. Und wer behauptet, dass die Unzucht nicht mit der Vorherbestimmung vollzogen wird, so wird zu ihm gesagt, siehst du diese Frau, die durch die Unzucht schwanger wurde und dann ein Kind zur Welt brachte? Hat Allah Azza wa Jalla dieses Kind erschaffen wollen? Und geschah dies in seinem vorher existierenden Wissen? Wenn er sagt nein, dann hat er behauptet, dass es neben Allah noch einen anderen Schöpfer gibt. Und dies ist eine Aussage, die dem Schirk ähnelt. Nein, vielmehr ist sie Schirk. Ja. Und wer behauptet, dass das Stehlen, das Trinken des Alkohols und der Verzehr von illegalem Besitz nicht mit Qadar und Qada von Allah, nicht mit dem Qadar und dem Qada von Allah einhergeht, der hat gewiss behauptet, dass diese Person in der Lage ist, die Versorgung anderer zu verzehren, ohne dass Allah die Verringerung der Versorgung der anderen Person bestimmt hat. Nein. Und dies ist eine Aussage, die der Aussage der Majus und Christen ähnelt. Vielmehr verzehrt er seine eigene Versorgung, während Allah für ihn bestimmt hat, dass er sie so verzehren soll, wie er sie verzehrt hat. Nein. Erst einmal, der Autor, Kirmani, erwähnt hier ein Beispiel hinsichtlich einer Person, die die Vorherbestimmung der Sünden verleugnet. Und die sagt, der Mensch möchte für sich selber die Sünden haben, aber Allah subhanahu wa ta'ala will nicht, dass der Mensch die Sünden begeht. Er sagt, eine Frau, die Zina macht, so eine Person, die so etwas behauptet, eine Frau, die Zina macht, wollte Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Frau Zina macht oder nicht? Wenn er sagt nein, dann sagen wir, wenn diese Frau durch diese Zina, durch diese Unzucht schwanger geworden ist und dieses Kind auf die Welt kommt, ist dieses Kind auf die Welt gekommen durch die Vorherbestimmung von Allah oder nicht? Und auch hier, wenn diese Person sagt nein, dieses Kind ist nicht auf die Welt gekommen durch die Vorherbestimmung von Allah, dann bestätigt sie, dass es zwei Schöpfer gibt. Einmal Allah subhanahu wa ta'ala, der die Frau erschaffen hat, und einmal die Mutter, die Zina begangen hat und ihr eigenes Kind erschaffen hat. Aber wenn diese Person bestätigt, dass dieses Kind vorherbestimmt war von Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist er auch derjenige, der diese Sünde, und zwar den Unzucht, vorherbestimmt hat. Den Unzucht für diese Person vorherbestimmt hat. Und wie gesagt, er sagt hier, und das ist die Aussage der Majus, eben wie wir schon genannt haben, weil sie dann sagen, die Mutter wurde erschaffen von Allah, das ist der erste Schöpfer, und dass die Mutter das eigene Kind erschaffen hat, da es nicht durch die Vorherbestimmung von Allah, durch Zina auf die Welt kam. Und somit ist die Mutter hier der zweite Schöpfer im Universum, und das ist die Aussage der Sonnenanbeter. Und das ist die Aussage der Sonnenanbeter. Na. Und wer behauptet, dass das Töten einer Seele nicht mit dem Qadr Allahs Azza wa Jal geschieht, der hat gewiss behauptet, dass der Getötete vor seiner festgesetzten Zeit gestorben ist. Welcher Kufr gegenüber Allah ist also deutlicher als dieser? Vielmehr geschieht dies alles mit dem Qadr und Qadr von Allah Azza wa Jal. Und all dies ist in Übereinstimmung mit seinem Wissen über seine Schöpfung, seine Anordnung unter ihnen und dem, was in seinem vorher existierenden Wissen über sie bereits ausgegangen ist. Und er ist der Gerechte, der Wahrhaftige und derjenige, der tut, was er will. وَمَنْ أَقَرَّ بِعِلْمِي لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ بِالْقَدَرِ وَالْمَشِيئَةِ عَلَى الصِّغَرِ
والقماءتي والله الضار النافع المضل الهادي فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. Hier in der 21. Punkt, in dem 21. Punkt. Und wer behauptet, dass das Töten der Seele nicht durch die Vorherbestimmung von Allah geschieht? All diese Aussagen sind die Aussagen der Mu'tazila. All diese Aussagen sind die Aussagen der Mu'tazila, dass diese Sünde nicht geschehen durch die Vorherbestimmung von Allah. Dass die Sünde nicht geschehen durch die Vorherbestimmung von Allah. Und wir sagen, die Gruppen, die in der Vorherbestimmung in die Irre gegangen sind, sind zwei. Einmal die Qadariyya und einmal die Jabriyya. All das, was wir gerade behandelt haben, waren die Qadariyya. Die verleugnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Taten der Diener vorherbestimmt hat. Und es gibt unter den Qadariyya verschiedene Stufen. So gibt es von den Qadariyya welche, die gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala wusste schon immer alles und wusste schon immer, wie der Mensch sich entscheiden wird. Und er hat auch alles niederschreiben lassen, aber Allah subhanahu wa ta'ala wollte nicht, dass der Mensch die Taten begeht, die er begeht, und er hat es auch nicht vorherbestimmt. Und dann gibt es die Übertreiber der Qadariyya, die gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht nur die Taten der Diener nicht vorherbestimmt, sondern er wusste sie auch nicht, bis sie passiert sind. Das heißt, Allah war unwissend, ob der Unterricht stattfindet, bis der Unterricht stattgefunden hat. Und dann weiß Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Unterricht stattgefunden hat. Das heißt, Allah ist bei ihnen unwissend über eine Tat, bis sie eintrifft. Und dann weiß Allah subhanahu wa ta'ala von dieser Tat Bescheid. Und natürlich ist die erste Gruppe nicht wie die zweite Gruppe von den Qadariyya. Und deswegen auch im Urteil über sie gibt es eine Meinungsverschiedenheit in der ersten Gruppe. Wir sagen natürlich, diejenigen, die das Wissen abgelehnt haben, sind mit Konsens ungläubig. Diejenigen, die gesagt haben, Allah weiß eine Sache nicht, bis sie eintrifft, sind mit Konsens kuffar. Hinsichtlich denjenigen, die gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala wusste schon immer alles, er war schon immer allwissend, aber er hat die Taten nicht vorherbestimmt, so gibt es unter den Gelehrten von Ahl Sunnah eine Meinungsverschiedenheit über sie. Und so haben beispielsweise Al-Shafi'i und Malik sie als Kuffar angesehen und gesagt, es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen und zwischen der anderen Gruppe. Denn sie haben gesagt, derjenige, der die Vorherbestimmung verleugnet, verleugnet automatisch das Wissen, auch wenn er selber sagt, dass er an das Wissen glaubt. Und dann gibt es die zweite Gruppe der Gelehrten, die gesagt haben, solange sie bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala allwissend ist, auch wenn sie die Vorherbestimmung verleugnen, dann sind sie weiterhin Muslime. Natürlich Erneuerer und Fussaq, aber Muslime. Und das ist die Aussage von Ahmed. Als dieser gefragt wurde über die Qadariyya und was ihr Urteil ist. Und so sagte er, solange sie das Wissen nicht verleugnen. Ja? Das heißt, solange sie bestätigen, dass Allah alles wusste, sagt Imam Ahmed, sind sie Muslime. Aber wenn sie das verleugnen, dann sind sie Kuffar. Und ebenso einige von den Gelehrten, Al-Hatim, Al-Zura'a, auch in ihrer Glaubenslehre, sagen sie auch, dass am Ende von ihrer Glaubenslehre erwähnen sie verschiedene Gruppen, ja, und sagen zum Beispiel, die Jahmiyyah sind Kuffar und so weiter, und dann erwähnen sie die Qadariyya und sagen, sie sind irregegangene Erneuerer, aber keine Kuffar. Und andere haben, wie gesagt, diese
diesen Unterschied nicht gemacht. Und einige haben diesen Unterschied nicht gemacht. Der Grund, warum die Qadariyya, die Vorherbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala hinsichtlich den Taten der Diener abgelehnt haben, war, weil sie gesagt haben, zum einen soll der Mensch einen freien Willen haben, zum anderen hat Allah subhanahu wa ta'ala aber die Taten der Diener vorherbestimmt. Und das kann man nicht in Einklang bringen nach ihnen. Und deswegen haben wir am Anfang gesagt, dass wir sagen, der Mensch hat einen freien Willen und er entscheidet sich, was er macht. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist trotzdem derjenige, der die Sache vorherbestimmt hat und der diese Tat erschaffen hat. Was aber nicht bedeutet, dass Allah damit zufrieden ist. Wenn wir beispielsweise einen Kafir haben, so sagen wir, der Kafir wollte für sich selber den Kufr. Und Allah subhanahu wa ta'ala wollte für ihn den Kufr. Und deswegen ist er ein Kafir. Und Allah hat seinen Unglaube erschaffen. Was nicht bedeutet, dass Allah zufrieden ist damit, dass er ungläubig ist. Aber er wollte das. Aus einer Weisheit. Dann haben wir die zweite Gruppe, die als Gegenantwort entstanden ist zu den Qadariyya. Und zwar die Jabriyya. Die Qadariyya gesehen haben und gesagt oder gesehen haben, dass diese Leute verleugnen, dass Allah vorherbestimmt, was die Diener tun. Und so haben sie eine Gegenantwort geliefert und darin übertrieben. Und übertrieben in der Vorherbestimmung von Allah. Sodass sie gesagt haben, Allah hat eine Vorherbestimmung und bestimmt die Taten der Diener und der Diener hat gar keinen Einfluss. Und das sehen wir häufig in der Geschichte, dass eine Gruppe, eine Sekte entsteht und daraufhin eine Gegengruppe entsteht. Genauso auch wie bei den Murji'a und den Khawarij, wo die eine Gruppe entstanden ist durch die andere. Weil sie ihre Falschheit gesehen haben und darauf antworten wollten, aber in ihrer Antwort übertrieben haben. Und genauso auch die Qadariyya und die Jabriyya. So sagen wir, erst waren die Qadariyya vorhanden. Und wir sagen natürlich auch vor dem Islam, auch vor der Offenbarung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gab es schon diese Verleugnung der Vorherbestimmung. Und der Grundsatz ist hier bei den Juden. Deswegen sagen wir, dass diese Glaubenslehre der Ablehnung der Vorherbestimmung eine Glaubenslehre von den Juden ist. Die in den Islam hereingeführt wurde. Und darüber werden wir, inshallah, morgen etwas genauer sprechen. Wie diese Glaubenslehre der Verleugnung der Vorherbestimmung von den Juden in den Islam hereingekommen ist. In den Islam durch verschiedene Personen hereingekommen ist. Wir sagen aber, als Gegenantwort auf die Qadariyya haben sich die Jabriyya gebildet, die gesehen haben, diese Menschen verleugnen, dass Allah die Taten der Diener vorherbestimmt hat. Und so haben sie bestätigt, dass Allah die Taten der Diener vorherbestimmt hat. Aber sie haben darin übertrieben, sodass sie den freien Willen des Menschen vollständig verleugnet haben. Und der Mensch wie eine Fahne im Wind ist. So wie die Sonne und der Mond. Die Sonne und der Mond bekommen den Befehl, geh auf und geh unter. Und so gehen sie auf und gehen unter. Und genauso auch haben sie gesagt, ist der Mensch. Die Vorherbestimmung sagt, der Mensch soll beten, also betet er, ob er will oder nicht. Und die Vorherbestimmung sagt, der Mensch soll Sinner begehen, also begeht er Sinner, ob er will oder nicht. Und natürlich ist das eine Ungehorsam, eine Ungerechtigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er willkürlich über den Diener vorherbestimmt, was er macht und ihn daraufhin dafür bestraft.
Wer also behauptet, dass Allah tabaraka wa ta'ala das Gute und den Gehorsam für die Diener wollte, die ihm ungehorsam waren, und dass die Diener das Böse und die Sünde für sich selbst wollten und deshalb gegen seinen Willen gehandelt haben, der hat gewiss behauptet, dass die Diener herrschender sind als der Wille Allahs tabaraka wa ta'ala. Welche Lüge über Allah ist größer als diese? Na, hier sagt der Autor, eine Person, die behauptet, dass diese Sachen nicht durch die Vorherbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala sind, das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht vorherbestimmt hat, dass eine Person Zina macht, dass eine Person Schirk macht, so bedeutet dies, dass diese Person behauptet, dass der Willen von irgendeinem Menschen stärker ist als der Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn eine Person, die beispielsweise, wir haben jetzt eine Person vor uns, die ein Kafir ist. Und eine Person kommt und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala wollte nicht, dass diese Person ein Kafir wird, sondern dieser Kafir wollte das für sich selbst. Dann bedeutet dies, dass du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala hatte einen Willen, und zwar, dass diese Person Muslim wird. Und der Kafir wollte aber für sich selber den Unglauben. Und das, was eingetroffen ist, ist der Willen dieses Kafirs und nicht der Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist unfähig, in seinem Universum, in seinem Reichtum, das umzusetzen, was er will. Und wenn jemand von den Geschöpfen etwas will, dann geschieht das, was er will und nicht das, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Natürlich hier, eine Person, die beispielsweise sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht vorherbestimmt, dass man Zina begeht. Und Allah hat nicht die Sünden im Allgemeinen vorherbestimmt. Wenn wir mit dieser Person reden und sie fragen, beispielsweise eine Person sagt, ich glaube nicht daran, dass Allah vorherbestimmt hat, dass eine Person Zina macht. Und Allah wollte das nicht, sondern der Diener wollte das für sich selbst. Dann sagen wir zu ihm, glaubst du daran, dass die Willenskraft von dieser Person stärker ist als der Willen von Allah? Dann wird diese Person sagen, nein. Ja, der Autor sagt nämlich hier, und wer behauptet, dass die Willenskraft von den Menschen stärker ist als die Willenskraft von Allah, wir sagen, diese Person würde das niemals behaupten. Diese Person, die sagt, Allah hat nicht vorherbestimmt und wollte nicht, dass der Mensch sündigt, er wird niemals sagen, dass der Willen von diesem Kafir stärker ist als der Willen von Allah. Aber das ist ein Lazim. Das ist eine verpflichtende Folge seiner Aussage. Wenn er sagt, Allah wollte nicht, dass der Kafir ein Kafir ist, sondern der Kafir wollte das nur für sich selbst, dann heißt das automatisch, dass er gesagt hat, der Kafir hat einen stärkeren Willen als Allah. Und er entscheidet, was passiert und was nicht. Und nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Und mit so einem Lazim, oder allgemein mit diesem Talasum, kann man sehr gut mit den Gruppen debattieren. Das heißt, wenn eine Person beispielsweise sagt, ich glaube nicht daran, dass Allah wollte, dass diese Person Sinn macht. Dann sagst du, Taib, wer wollte das? Dann sagt er diese Person. Dann sagst du, Taib, also das, was diese Person wollte, tritt ein, und das, was Allah will, tritt nicht ein. Das heißt, der Willen von dieser Person ist stärker als der Willen von Allah. Wenn diese Person sagt, ja, dann ist sie ein Kafir. Wenn diese Person sagt, nein, dann debattiere weiter mit ihm. Denn wenn sie das ablehnt, heißt das automatisch, dass ihre Aussage falsch ist. Und deswegen muss man mit den Gruppen immer debattieren mit diesem Talasum. Wie beispielsweise, wo ist Allah? Wenn dann jemand sagt, Allah ist überall. Dann sag ihm, Taib, wenn du sagst, Allah ist überall, ist Allah subhanahu wa ta'ala in mir, in ihm, in dieser Flasche? Wenn er sagt ja, ist er abtrünnig. Wenn er sagt nein, dann hat er automatisch seine eigene Aussage widerlegt. Denn dann ist Allah subhanahu wa ta'ala schon mal nicht überall. Und so kann man aufgrund von diesem Talasum debattieren. Auch beispielsweise die Vorherbestimmung. Wir haben gesagt, dass die erste Stufe der Vorherbestimmung das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und auch das haben einige Gruppen abgelehnt.
Und wir sagen, es gibt ein Talasum, also eine verpflichtende Bindung zwischen der Vorherbestimmung und dem Wissen. Denn wir haben gesagt, nur jemand, der allwissend ist, kann alles vorherbestimmen. Und deswegen haben die Salaf gesagt, hinsichtlich den Qadariya, die die Vorherbestimmung ablehnen, debattiert mit ihnen über das Wissen. Wenn sie das Wissen bestätigen, dann debattiert. Denn wenn sie das Wissen bestätigen, dann müssen sie auch die Vorherbestimmung bestätigen. Und wenn sie das Wissen nicht bestätigen, dann sind sie sowieso abtrünnig.